Ja, in diesem Video möchte ich euch nochmal einen richtig schönen Plasmaschneider vorstellen. Wir hatten den PS55 und jetzt habe ich den Weldinger PS56R Pilot Pro. Und der hat auch einen Pilotlichtbogen und richtig geilen integrierten Kompressor. Das heißt, ihr braucht keinen gesonderten Kompressor und könnt mit diesem Gerät einfach in eine Steckdose rein, 230 Volt, und könnt anfangen zu schneiden. Und wir gucken uns jetzt erstmal so ein bisschen die Daten und Fakten an und dann gucken wir uns an, wie das Gerät arbeitet. Hier nebenan packe ich das Gerät nebenbei aus. Das habe ich auch so ein bisschen mitgefilmt. Ja, wichtig erstmal, wir haben hier einen Plasmaschneider, der hat 45 Ampere, ist ein Inverter und hat genau die gleichen Leistungsdaten wie der PS55. Das Video verlinke ich, der hat auch einen Pilotlichtbogen, also eine kontaktlose Zündung und das richtig Geniale, halt ein integrierter Kompressor ist bei dem Gerät dabei. Das heißt, wir brauchen keine externe Druckversorgung mehr, Druckluftversorgung. Druckluft wird einfach hier erzeugt. Ich brauche da auch gar nichts mehr in irgendeiner Form einstellen. Einfach nur in eine Steckdose das ganze Gerät kurz rüsten und wir können loslegen mit Schneiden. Also einfacher geht es wirklich nicht. Und dann halt noch in einem relativ bezahlbaren Rahmen. Das Gerät kostet so knapp unter 600 Euro. Und hat da halt den Kompressor, schneidet bis zu 15 mm Stahl, was ja wirklich eine Menge ist. Und damit sollten eigentlich so diese normalen Standardarbeiten alles problemlos zu erledigen sein. Und wie gesagt, ich habe eine vernünftige Druckluftversorgung zu Hause, aber halt war immer so die Anfrage, darum habe ich mir den auch nochmal besorgt. Schön ist natürlich auch ein 4 Meter Schlauchpaket, ist dieses ErgoCut S45, das ist richtig Qualität. Und ein 4 Meter Massekabel, ein 4 Meter Massekabel bedeutet auch eine wirklich gute Flexibilität. Das heißt, dass ich das da gut anschließen kann. Das Gerät ist natürlich mit dem Kompressor dann ein bisschen schwerer. 19 Kilo wiegt die komplette Verpackung, die komplette Kiste. Das Gerät wiegt so ein bisschen über 16 Kilo, habe ich extra nochmal gewogen. Und ist damit aber immer noch so, dass man es mobil irgendwo mit durch die Gegend tragen kann. Also ist noch nicht, dass man es gar nicht mehr tragen kann. Ist aber schon ein bisschen schwerer. Dafür aber, wie gesagt, halt alles in einer Hand, in eine Steckdose rein und ich kann schneiden. Hat auch 2- und 4-Takt. Ich benutze immer nur den 2-Takt. Mit 4-Takt komme ich nicht so gut zurecht. Aber hat halt diese Funktion noch. Das ist eigentlich auch neben der Amperezahl das Einzigste, was ich an diesem Gerät regulieren muss. Ich habe mir das hier ganz einfach mal aufgebaut und habe hier so einen alten altes Regal. Und jetzt stecke ich wirklich nur in eine Steckdose, schalte das Gerät an, wähle die Amperezahl und kann loslegen mit Schneiden. Das Ganze dann auch noch möglichst komfortabel, halt mit dem Pilotlichtbogen. Das heißt, das ist eine kontaktlose Zündung. Ich habe Kontaktzündunggeräte, dann muss ich halt mit der Düse erstmal wie anstreichen und kann dann entweder auf dem Blech bleiben, beziehungsweise kann das Ganze abheben. Hier habe ich halt eine kontaktlose Zündung. Ich habe mir hier verschiedene Materialien und Bauteile bereitgelegt. Und dann wollen wir das Ganze mal schneiden, von dünn angefangen, über dick und über verzinktes Blech. Hinterher schneiden wir den ganzen Tisch da, beziehungsweise das Regalteil auseinander. Und hier steht der nochmal und hier ist er links oben schon mal im Einsatz. Man hört von wegen, so wie ich da drauf drücke, geht der Kompressor an. Der läuft dann immer noch ein paar, so 15, 20 Sekunden nach und dann geht er wieder aus, geht er wieder in Ruhemodus. Also da ist nicht permanent irgendwas am Laufen. Und das Angenehme ist natürlich, dass dieser Kompressor in dem Gerät auch nicht hört. Also der ist nicht sonderlich laut. Der ist wirklich schön angenehm leise und geht dann immer wieder auf Standby. Und das ist jetzt hier ganz normales 5 mm C-Stahlblech. Ich habe mir hier einfach mal so einen Winkel ran gemacht und daran kann ich schön lang gleiten und mache ich da mal so erste Schnittversuche mit dem Gerät. Klar muss man sich immer so ein bisschen rantasten. Wenn ich meine Druckluftversorgung zu Hause anschließe, ich habe wirklich einen Mörderkompressor, da habe ich dieses Flackern mit so einem Gerät nicht. Hier bei dem Gerät habe ich das, aber das stört irgendwo nicht bei der Schneidleistung. Ja, weil die Frage wird bestimmt auftauchen,
Was ist das? Macht immer so ein leicht flackerndes Geräusch. Ich denke mal, der wird nicht die Luftleistung bringen, wie mein Kompressor. Mein Kompressor bringt irgendwie über 200 Liter die Minute. Das wird das Gerät sicherlich nicht erbringen. Aber wie gesagt, ich bin hier in diesem Beispiel bis knapp 10 mm am Blechen hochgegangen. Und es macht öfters so ein flackerndes, leichtes Geräusch von der Druckluft her, aber das stört nicht beim Schneiden. Also muss so ein bisschen die Volumenmenge, wenn ich die wirklich extrem hoch habe bei einem Kompressor, dann hört man das nicht, aber am Schneiden macht es nicht aus. Man sieht auch hier, ich brenne hier einfach mal so eine Kontur dran. Das ist natürlich mit so einem Pilotlichtbogen extrem schön. Gerade wenn ich mir das vorher auch anzeichne, wie gesagt, da hat man unwahrscheinliche Möglichkeiten, gerade wenn man so gestalterisch tätig ist, dass man vielleicht irgendwo Namen reinschneidet, irgendwo Figuren schneidet, dann gibt es ja viele, die da irgendwo gestalterisch tätig sind, künstlerisch tätig sind und ja, da gibt es unwahrscheinliche Möglichkeiten. Hier habe ich so ein altes Stück Rohr, das ist ich glaube knapp 8,8 oder 9 mm oder knapp an die 10 mm, sagen wir mal, so 8, 9 mm. 9 mm ist es, glaube ich, 8,8, das ist so irgendwie eine Norm. Also richtig massives Rohr, da schneide ich jetzt einfach mal ein Stück raus. Und man sieht immer, wenn man Plasma schneidet und man sieht die Funken auf der anderen Seite, dann schneidet er da auch richtig gut durch. Und man sieht hier, der kommt auf Anhieb da richtig gut durch. Und wichtig natürlich beim Plasmaschneiden, hier schneide ich erstmal nur C-Stahl. Hinterher werde ich auch lackiertes Blech und das verzinkte Blech schneiden. Da sollte man auch wirklich immer rausgehen. Und das ist natürlich dann auch immer wieder eine schöne Sache. Wenn ich mit so einem Plasmaschneider rausgehe, dann kann ich den mir einfach unter den Arm klemmen, kann irgendwo mit rausgehen und brauche diese Luft nicht einatmen. Auch Edelstahl-Plasmaschneiden ist wirklich extrem gesundheitsgefährdend. Man sollte da irgendwo nicht in so einem kleinen Kellerraum sowas schneiden, um sich da die Gesundheit zu ruinieren. Man sieht hier, auch der Plasmaschneider schafft das völlig problemlos. Ich habe jetzt unwahrscheinlich viel über Plasmaschneiden gemacht die letzten Wochen und Monate. Das liegt A daran, dass die Nachfrage stark ist. B kamen auch immer wieder neue Geräte auf mich zu. Und denke mal, das ist jetzt hier so der Abschluss. Das ist nochmal was ganz Besonderes, sonst hätte ich das auch gar nicht mehr gemacht. Ein Gerät mit integriertem Kompressor hätte ich mir auch nicht vorgestellt, dass sowas richtig gut funktioniert. Und ja, bei dem ist mir jetzt ein kleines Malheur passiert. Da ist so ein bisschen die Schlacke unten drunter. Ich wollte das Ganze jetzt eigentlich mit der Zange rausnehmen und die Kameraeinstellung ändern. Aber da das Rohr hat so eine Grundspannung drin, dadurch ist das ganze Teil schon rausgeplatzt. Und so schnell habe ich die Kamera gar nicht umstellen können. Da mache ich einfach nochmal einen Schnitt, den ich dann rausnehme, dass man auch wirklich deutlich sieht, dass das vernünftig funktioniert. Man sieht hier aber auch schon, dass man da einen relativ guten Schnitt hat. Es bildet sich halt unten drunter immer so ein bisschen Schlacke. Die kann man einfach mit einer Feile oder mit einem Schlackehammer ein bisschen abklopfen und das reicht eigentlich vollkommen. Wie gesagt, viele verschiedene Plasmageräte, das Interesse ist immer groß, das Interesse war auch extrem groß, zum Beispiel bei dem Gerät von Lidl. Das ist aber wirklich, muss man sagen, hier eine ganz andere Liga. Allein von der Qualität des Gerätes, das ist wirklich, das ist ja so bei Weldinger die Pro-Line und das sind schon Geräte, die sich im Gegensatz zu professionellen Geräten auch nicht verstecken müssen. Und wenn das Gerät dann wie hier in diesem Umfang noch einen Pilotlichtbogen hat, ein wirklich qualitativ gutes Schlauchpaket, dann ist das schon eine ganz andere Hausnummer als so ein kleiner Plasmaschneider von Lidl, sage ich mal zum Beispiel. Obwohl der für den Preis auch wirklich super ist, das habe ich immer gesagt, haben mir jetzt auch viele bestätigt, für den Preis halt. Ne? Aber das ist halt kein kontaktloser Plasmaschneider, weil da auch viele wieder nachfragen werden, wo ist denn da der Unterschied? Das ist kein kontaktloser und es ist wirklich qualitativ eine ganz andere Stufe. Das eine ist wie ein Dacia und das ist hier wirklich, geht schon Mercedes. Und dann gibt es noch andere Firmen, sage ich mal, ja, High-End-Firmen, so, das geht da nochmal eine ganz andere Richtung hin. Aber das ist hier wirklich schon nicht schlecht. Und ich brenne hier so die verschiedenen Materialien, spiele immer so ein bisschen mit der Einstellung, was gut klappt, was nicht gut klappt. Da muss man sich sicherlich immer ein bisschen rantasten und die Druckluftversorgung spielt da natürlich auch immer eine gewisse Rolle. Das heißt, die Einstellung, mit der ich jetzt bei dem anderen Plasmaschneider, bei dem PS55,
gute Erfahrungen gemacht habe, die muss ich trotzdem hier wegen anderer Druckluftversorgung, die sicherlich in der Literzahl ein bisschen geringer ist, noch mal so ein bisschen anpassen. Und ja, jetzt hier verzinkt, brennt da auch völlig problemlos. Man sieht hier aber links und rechts wirklich schon die Dämpfe, da sollte man immer vorsichtig sein. Und das ganze Gerät hat dann einen Preis von so 599 Euro, ist glaube ich der aktuelle Preis. Und ich sage mal, dafür ist das wirklich schon ein Schnapper. Muss sich jeder selber überlegen. Ist halt eine schöne Sache für alle, die sich keinen Kompressor anschaffen wollen, beziehungsweise mit dem Kompressor irgendwo nicht so mobil sind. Ja? Und man sieht hier auch an dem Verzinken, schneidet das Gerät auf. Wenn man verzinkt oder lackiert, halt mit einem Plasmaschneider mit Kontaktzündung schneidet, dann ruiniert man sich unwahrscheinlich schnell wegen der wegschmelzenden Beschichtung halt auch die Düsen. Da habe ich hier natürlich eine viel längere Standzeit und kann dementsprechend länger mit der gleichen Düse schneiden, kann auch gleichmäßiger länger schneiden, ohne da irgendwas reinigen oder so zu müssen. Ja? Und jetzt habe ich hier, sieht man auch an diesem Bild schön, diese Abstandsfeder, ja, das ermöglicht mir trotzdem eigentlich über das Blech rüber zu gleiten. Ich habe immer einen kontinuierlichen Abstand und jetzt kloppe ich das Ganze hier mal raus. Ja, auch so ein ganz leichter Hammerschlag, dann ist das draußen. Zu der Kreativität und den Möglichkeiten ist da irgendwo keine Grenze mehr gesetzt. Egal, ob ich irgendwelche Formen oder Konturen schneiden will, ob ich nur irgendwo ein Langloch reinbrennen will, ob ich irgendwas auf die Schnelle auseinanderbrennen will. Plasmaschneiden ist schon eine absolut geniale Sache und die verschiedenen Geräte, die so jetzt auf den Markt kommen, machen das auch möglich, dass das Ganze wirklich bezahlbar und auch für einen Heimwerker oder für einen Hobbybereich oder für die kleine Werkstatt wirklich interessant wird. Man sieht hier, dann das ist natürlich ein extrem dünnes Teil, dieses Regalstück. Und aber hier kann man auch wirklich schön dran schneiden, mal dran üben. Es ist lackiert, da hat er überhaupt keine Probleme mit. Und man kann sich hier alles so ein bisschen kreativ zurechtschneiden. Wer da irgendwelche Ideen hat und die mit Metall verwirklichen will, der ist dann natürlich bei so einem Plasmaschneider richtig aufgehoben. Kleines Fazit, also mir hat das wirklich Spaß gemacht. Das Gerät flackert mit diesem Luftdruck immer so ein bisschen. Hört sich ein bisschen komischer an als beim normalen Plasmaschneiden, aber das liegt, also es wirkt sich nicht negativ auf den Schneidprozess aus. Das sieht man ja auch hier und an den ganzen Beispielen. Und ja, ist wirklich ein schönes Gerät, funktioniert sehr gut. Wird bei mir bei allen mobilen Einsätzen in Zukunft zum Einsatz kommen. In der Werkstatt habe ich ja eine direkte Druckluftversorgung. Ansonsten, wenn man mal irgendwas auswärts hat oder im Garten hat oder auf einer Baustelle hat oder so, da ist das natürlich extrem praktisch, wird bei mir immer wieder zum Einsatz kommen. Das Gerät verlinke ich hier unter. Ansonsten ja, wünsche ich euch, dass ihr mit solchen Geräten natürlich eure kreativen Möglichkeiten völlig ausleben könnt. Wenn es noch Fragen gibt zum Thema Plasmaschneiden oder so, freue ich mich natürlich immer über Fragen oder Anfragen, egal ob hier unterm Video oder per E-Mail. Dann können wir das Ganze noch beantworten bzw. ausarbeiten. Und wenn da was gibt, wenn es da was gibt, was viele interessiert, dann können wir das auch gern nochmal in Videoform veröffentlichen. Ansonsten viel Spaß beim Schweißen, Plasma schneiden, euer Manni.